Die Menschen suchen nach Alternativen, die finden sie in den alternativen Medien. Nummer 9, Norbert Hering, ganz andere Kategorie. Das ist von der Aufbereitung her eher so ein bisschen amateurhaft. Die ganze Webseite ist optisch nicht so ganz ansprechend, was Norbert Hering macht. Allerdings ist der Inhalt sehr oft hochinteressant und vor allem auch gut recherchiert. Er hat sich in der Corona-Zeit hervorgetan als jemand, der die Lage nüchtern mit Zahlen analysiert hat und das Ganze hinterfragt hat. Und ähnlich macht er das auch bei anderen Themen. Also Norbert Hering als Einzelkämpfer hier in dieser Landschaft ist eine Stimme, die man durchaus beachten sollte und auch immer wieder, um Infos, Hintergrundinfos zu bekommen, auch immer mal wieder auf seiner Webseite vorbeischauen sollte, auch wenn er die jetzt sicherlich nicht ganz professionell hier nach außen darstellt.